Das Hauptproblem bestand darin, dass die hansischen Kaufleute ihre Vorrangstellung, die sie, sagen wir, vom Ende des 12. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts sich im Handel im nordeuropäischen Raum erkämpft hatten, dass sie die halten wollten. Das ist einer der Hauptgründe für die Entstehung dieser dudischen Hänse in der Mitte des 14. Jahrhunderts. In einer Zeit, in der, denken Sie nur an die Pestepidemien, die damals über Europa wegrauschten, und aufgrund anderer wirtschaftlicher Verwerfungen war das bisherige Handelssystem ins Wanken gekommen. Es veränderte sich, und innerhalb dieser Veränderung haben sich jetzt diese Städte, aus denen diese niederdeutschen Kaufleute, die im Außenhandel, eben vor allem mit Russland, Skandinavien, England, Flandern und so weiter interessiert waren, zusammengeschlossen in eine Art defensive Organisation, um ihre Position zu halten und zu verteidigen. Und die mussten sie eben verteidigen jetzt gegen Kaufleute anderer Nationen, die hochkamen. Früher hat man davon gesprochen, dass die Holländer so quasi die Erbfeinde der Hanse gewesen seien. Kann man heutzutage auch in der Pfeife rauchen, stimmt nicht. Aber die Holländer haben eben als Konkurrenten der Hanse im Lauf der Jahrhunderte immer mehr von hansischen Handelsgütern übernommen. Das Gleiche gilt für die Engländer, die immer stärker geworden sind und die dann, als der englische König anfing, die englischen Kaufleute im Unterschied zu den hansischen Kaufleuten zu unterstützen, das war aber erst im 16. Jahrhundert, war es dann eben im Englandhandel geschehen, und so kamen eben überall im hansischen Wirtschaftsraum die Konkurrenten immer stärker auf, was dann eben zum, zum langsamen Bedeutungsverlust des hansischen Handels und mit diesem langsamen Bedeutungsverlust des hansischen Handels auch zu einer Einschränkung der politischen Macht, die über das Geld, das mit diesem Handel verdient wurde, verbunden war, einherkam.